Hallo Freunde, ist das halt schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Ja, wir haben mal wieder, unseren lieben Julian Zietlow zum Anlass genommen, was über Drogen zu sagen und psychoaktive Substanzen, ist wie immer nur meine Meinung dazu. Passen dazu immer noch, also jetzt nicht mehr zum Frühbucherpreis, wir machen den jetzt jeden Tag ein bisschen teuer, bis er auf dem Normalpreis ist. Könnt ihr noch in Dramakurs einsteigen oder die Selbstliebe-Challenge oder Manifestations-Challenge. Also ich sehe ja durchaus Sinn in geerdeten spirituellen Sachen. Aber gucken wir uns mal hier. Gibt es so drei Slides, die ich da mal gescreenshottet habe. Hoffe, das geht hier überhaupt durch bei Google. Der liebe Julian ja, Drogen verherrlicht. Ist natürlich immer, dass man das Problem ist. Ist ja, man ist ja irgendwie langweilig, wenn man keine Drogen nimmt. Man ist auch langweilig, wenn man sichere Beziehungen führt, ist ja alles langweilig und das wird ja in unserer Gesellschaft wird das ja quasi nicht anerkannt, ne? Es ist immer nur Drama, Hype, insofern bespielt er das natürlich perfekt, ne? Und ja, kriegt der Alte auch eine Menge Erfolg damit. Also meiner Ansicht nach, ich meine, das ist jetzt allein schon Alkohol, dass Alkohol total schädlich ist, und auch Nikotin, was die ja ordentlich schon mal zu sich nehmen, im Rahmen von diesen Amazonas-Drogen, wo ja auch viel Nikotin drin ist. Und ja, also für mich, also ich meine, als Psychologe muss man einfach sagen, aber gut, Psychologen zählen ja auch nichts in diesem Setting. Es ist irgendwie immer so eine, man versucht so eine Abkürzung zu nehmen, du versuchst so dein Gehirn, das passt auch zu diesem Dramakurs, du versuchst also dein Gehirn auszutricksen, indem du die Spaßzentren aktivierst und in dem Moment macht es natürlich auch Spaß, ne? Das ist ja keine Frage, aber man sieht es ja, ich meine, wie man so Drogen verherrlichen kann, ich misse das irgendwie schleierhaft, weil man sieht es ja überall, zu was es führt und ich weiß nicht, wie viele Leute er jetzt dazu bringt, Drogen zu nehmen, also da stehen mir echt die Haare zu Berge und das fällt mir immer wieder auf, also meiner Ansicht nach und bin da auch der gleichen Meinung, hab das glaube ich auch mal gelesen von wie heißt er jetzt? Komm gerade nicht drauf. Ich erzähle es einfach mal erstmal. Drogen, also machen wir mal einen kleinen Seitensprung. Also für mich sind wir Menschen hier auf der Erde irgendwie, um in eine höhere Schwingung zu kommen, sozusagen. Also um unser Ich zu transzendieren und einen oben drüber zu kommen, so, ne? Und meiner Ansicht nach sind Drogen niederschwingend, das ist ein unten drunter. Das fühlt sich zwar, wir kennen das von toxischen Beziehungen, es fühlt sich zwar in dem Moment gut an, also niederschwingend heißt ja nicht, dass es sich nicht gut anfühlt, sondern dass es diesen Drogen-Vibe hat, ne? Deswegen passt es auch so gut zu unserem Thema hier, ne? Und für mich ist das eine Niederschwingung, was mir immer wieder auffällt, was ich auch sehr niederschwingend finde, ist, dass wenn man selber Drogen nimmt, dass man immer andere dazu verführen will, auch Drogen zu nehmen. Also daran merkt man immer, wie niederschwingend das ist. Das ist ja, wenn du jetzt in so einem Dorf lebst, wo alle saufen irgendwie und du bist jetzt der Einzige, der sagt, ich will jetzt nüchtern werden. Eckhart Tolle sagt das genauso immer. Ich will nüchtern werden, so, ne? Dann sagen ja nicht alle, hey, geil, du willst jetzt nüchtern werden, sondern du wirst angemacht dafür, dass du nicht mitsäufst. Ne? Das kennen bestimmt viele, die nicht trinken und die auch trotzdem feiern gehen und so. Oder du wirst als Langweiler angemacht, weil du keinen Ecstasy oder was ich einschmeißt auf irgendeiner Rave-Party und so. Ne? Und also Alkohol müssen wir sowieso gar nicht drüber reden. Ja, Alkohol ist ein hervorragendes Anxiolytikum, ne? Also ist ein Band Ängste, aber es löst sie ja nicht, ne? Es unterdrückt sie für einen Moment und es mag Lebenssituationen geben, wo man einfach mal Lust hat oder was, wo es kurzfristig vielleicht auch okay ist, mal irgendwas zu unterdrücken. Sind überhaupt diese ganzen Angstlöser, sind ja alle so für kurzfristige Sachen gedacht irgendwie, aber weil es auf die Dauer noch mehr Ängste macht, ne? Noch mehr Probleme schafft und dass das bei Alkohol ist, das müssen wir gar nicht drüber reden. Und die anderen Sachen, die jetzt hier aufgezählt werden, gut. Ich meine, ich persönlich hätte einfach keine Lust, in meiner Gehirnchemie rumzuspielen. Und ja, das sind jetzt Psychedelika, ob die jetzt abhängig machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sicherlich auch eine Menge Gefahren Richtung
Psychosen und ich weiß nicht was, also das so als unproblematisch darzustellen, vor allem, das sind ja alles Sachen, die gedacht sind, so vielleicht so mal einmalig im Rahmen von so einer heiligen Zeremonie, aber nicht, dass es so konsumiert wird auf jeder Drecksparty irgendwie, so ist es, glaube ich, nicht gedacht gewesen. Und ja, man kann bestimmt tolle Erfahrungen machen, aber ich bin tatsächlich der Meinung, und das kommt gleich auch noch, das putzt auch noch runter, das sagt Satguru ja auch, dass man das eigentlich nicht braucht. Also ich persönlich hatte wirklich mindblowing spirituelle Erfahrungen ohne irgendwelche Drogen. Und seitdem denke ich auch, ich meine, okay, das war jetzt eine einmalige Geschichte, aber vielleicht tritt es mal wieder ein, vielleicht nicht. Wüsste ich nicht, warum ich das dafür nehmen sollte, weil ich, bei mir wird immer überwiegen, was muss jeder selber wissen, ne? Das einfach so da oben rumzuspielen mit der Genchemie, weiß ich nicht. Dann, ja, also es wird experimentiert mit Leuten, die wirklich todkrank sind, schwere Traumata haben, wird experimentiert, ob da welche von diesen Substanzen irgendeine Besserung bringen. Also ja, wenn das rauskommt, wunderbar, aber das ist immer noch kein Grund, im Alltag sowas zu nehmen. Und MDMA, soweit ich weiß, ja, wenn du das nimmst, ist es toll und danach hast du irgendwie eine drecksdepressive Phase erstmal irgendwie tagelang. Und das ist immer das Problem. Also meiner Ansicht nach kann man diese Gehirnchemie nicht austricksen, wenn du diese Rezeptoren da überstimulierst, da oben, dann ja, folgt der Preis. Das ist mit Drama genauso. Wenn du immer wieder Drama reinholst, du zerschießt da oben diese Rezeptoren und ja, dann gibt es eben diese Substanzsteigerung. Da musst du eben, um den gleichen Effekt zu haben, musst du mehr nehmen, dann zerschießt du die noch mehr und irgendwann merkst du einfach mal, also der Weg geht jetzt hier nicht weiter. Es muss ja immer noch einer oben drauf und dann ja, kommt eben die Depression oder der Abschwung und auf die Dauer. Also klar, wollen wir alle mal einen Aufschwung haben, aber auf Dauer nehmen diese Abschwünge dann eben immer mehr zu. Und das ist ja gerade das Problem mit Drogen so, ne? Und Ketamin ist ein Pferdetranquilizer. Also ich meine, da kann man, also meiner Ansicht nach kann man damit sonst was experimentieren. Es ist einfach ein Tranquilizer. Ja, das fühlt sich bestimmt gut an, einen Pferdetranquilizer zu nehmen, ne? Bestimmt sehr beruhigend und ja, soll ja auch im Extremfall spirituelle Erfahrungen machen. Ja, also wenn ich mich, ich kann mich auch zu Tode, fast zu Tode strangulieren, dann werde ich wahrscheinlich auch eine Nahtoderfahrung machen, aber ist es das, wie das so, sollte man das so propagieren? Ich meine, jeder kann natürlich mit seinem Leben machen, was man will, aber das Problem ist ja immer, dass man als super langweilig rüberkommt, wenn man wenn man da eine andere Meinung ist, ist aber egal. So, dann hier Elon Musk. Also, ja, Elon Musk hat sich, ich habe den Tweet mal gesehen, also ich weiß nicht, ob er sich jetzt so für Ketamin ausgesprochen hat. Vor allen Dingen ist es auch wieder so, vielleicht blende ich dir auch nochmal ein, den Tweet. Ach, hier steht es ja auch. Ketamin ist eine bessere Option als traditionelle Medikamente zur Depression. Wer sagt das? Wo ist das? Also da wüsste ich nicht, dass das jemals erforscht worden ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, dass so viel Antidepressiva verschrieben werden. Also manchen hilft es definitiv. Gibt es tonnenweise Studien, das muss halt gegebenenfalls weiter erforscht werden. Und vielleicht gibt es bessere Medikamente, aber jetzt einfach sozusagen, meine Elon Musk habe ich sowieso irgendwie ganz schön auf dem Kieker irgendwie, aber weil dann irgendjemand, irgendein Promi sagt, nimm doch lieber Drogen. Das ist halt, es nehmen bestimmt viele Menschen Drogen, gerade reichere Menschen und vielleicht noch mehr, weiß ich nicht. Aber das ist diese ganze Normalisierung. Mach doch nichts, nimm doch Drogen, ist doch kein Problem. Irgendwie, ja, und dann hast du die Folgen irgendwann, ne? Ob das deswegen jetzt gut ist, dass so viel Antidepressiva verschrieben werden, ist wieder bei mir wieder das gleiche Argument. Man sollte wirklich immer gut überlegen, bevor man in die Gehirnchemie eingreift. Also ich kann das noch, mich gut noch daran erinnern. Ich war ja Neuropsychologe früher, auch in so einer neurologischen Klinik. Und da haben die Ärzte immer noch viel mehr gesagt. Boah, ihr habt ein vorgeschädigtes Gehirn, jetzt noch irgendwie psychotropes Medikament. Die waren immer so vorsichtig. Und ich denke mir immer, vielleicht gilt das doch für gesunde Gehirne auch ein Stück weit, dass man echt gut überlegen sollte. Aber gut, aber wenn, ob jetzt, dass wir alle Drogen nehmen, die Lösung ist. Und ich finde das immer so spannend, dass Leute, die scheinbar viel Drogen konsumieren, immer alle dazu bringen wollen. Das ist, finde ich, hochinteressant, ey. Ja.
So, hier noch irgendwas. Ja, wie gesagt, also das, wenn man jetzt mal einmal eine Droge nimmt, dass es vielleicht eine tolle Erfahrung ist, mag sein. Ich finde, man merkt schon, klar, ich trinke auch mal einen Cocktail oder so, aber ich finde, man merkt eigentlich schon, also ich finde, man kann merken, dass es sich gut anfühlt und dass es gleichzeitig so ein Cheatcode ist. Und dass es irgendwie auch was nicht Gutes ist, was die, natürlich kann man trotzdem einen Cocktail trinken, aber ich finde, man spürt diese Energie, die einen eher runterzieht. Aber runterzieht jetzt nicht, dass man sich schlecht fühlt, also ich weiß nicht, ob man es versteht. Und ich finde, man merkt auch, wenn man vielleicht auch mal zwei Cocktails getrunken hat, dass man am anderen Tag echt depromäßig drauf ist. Ich finde, merke ich jetzt, wo ich über 25 bin, merke ich das noch viel mehr und finde ich spannend. Also, wie gesagt, Drogen gehören zum Menschsein dazu, das zu verherrlichen und dass das genau mit dem ganzen Glücksspiel auf Twitch und ich weiß nicht was, also diese, dass alles so verherrlicht wird und ja, dann wundert man sich, dass Suchterkrankungen zunehmen. Aber gut. Also, wie gesagt, das ist einmalig eine tolle Erfahrung auslöst, das mag ja alles sein, aber alles hat einen Preis und gibt auch gute Gründe, warum Jesus 60 Tage in die Wüste gegangen ist und nicht 60 Tage Ketamin eingeschmissen hat. Eben, finde ich, ist ein gutes Beispiel, dieses eher sozusagen Reize rauszuziehen, so ein Fasten zu gehen. Aber das ist natürlich total uncool, ne? Das ist ja kein Drama, kein. Aber wie auch immer, es ist halt, alles muss in so einem Ausgleich sein, ne? Und was. Natürlich kannst du Partywochen machen ohne Ende und was weiß ich, aber diese Idee, dass, also die menschliche Psyche neigt einfach dazu, immer wieder auf den Mittelwert zurückzukommen, wie alles in der Natur überhaupt dazu neigt, auf den Mittelwert zurückzukommen, immer wieder. Und irgendwann geht es dann halt nach unten, ne? Und da muss man halt überlegen, muss man sich jeder selbst überlegen, war das den Preis wert oder war es ihm nicht wert? Muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde es immer wieder spannend, dass, wie gesagt, viele Menschen, die sich Drogen reinpfeifen, unbedingt wollen, dass alle anderen auch Drogen nehmen. Das finde ich immer wieder zum Schießen und wieder so als cool dargestellt wird. Aber das ist die Zeit. Die Zeit ist einfach verrückt. Für mich ist, ich fühle das immer mehr auf, diese spätrömische Dekadenz. Das ist alles, was irgendwie extrem ist. Und noch, das habe ich auch alles beschrieben in Neue Dimensionen der Liebe. Irgendwie noch ein Tabu brechen, noch ein Tabu brechen, noch ein Tabu brechen. Ja, aber irgendwann sind alle Tabus gebrochen und alle Drogen eingepfiffen und was kommt dann? Ne? Also das ist ja so ein Mythos, dass man so ein Lifestyle, meiner Ansicht nach ist ein Mythos natürlich auch wieder unpopular Opinion, aber dass man so ein Lifestyle immer noch eine Party, noch eine Party, noch eine Droge, dass du das bis 80 aufrechterhalten kannst. So funktioniert unser Geist. Unser Geist funktioniert eher so, dass, ich weiß, das hat mein Ausbilder mal früher gesagt, also so in der dunkelsten Nacht der Seele ist die Erleuchtung sozusagen am nächsten. Ne? Also unser Geist funktioniert häufig eben so, dass er im weitesten Sinne Fastenzeit ausbricht ins Glück so oder in die Erleuchtung so, ne? Nicht unbedingt andersrum so, aber. Es ist ja alles total langweilig und fettes Mann. Ist auf jeden Fall viel cooler, wenn man so einen Lifestyle hat. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Und alle anderen sind doof. Aber gut, ich habe jetzt mal meine Meinung dazu gesagt. Und genau. Und offensichtlich interessiert es ja auch viele diese ganze Geschichte. Also ich hatte wirklich lange nicht mehr so. Views hier auf meinem Kanal, wie jetzt halt dieser Zeit. Also insofern gucken wir mal, wenn dir diese Videos nicht gefallen, skip einfach weiter. Ich mache ja zwischendurch die ganzen anderen. Okay, jetzt müssen wir los und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.